Shalom und herzlich willkommen zurück zu Angst. In der letzten Folge haben wir ja ordentlich, aber auch richtig auf die Fresse bekommen von unserem Zachary, Kumpel Zachary. Und er hat uns in seinen geheimen Porno, ich meine, seinen geheimen Bunker eingesperrt. Wir haben den Bunker verlassen und befinden uns jetzt an der Stelle, wo wir der Eidechse seinerzeit den Schwanz abgenommen haben. Was irgendwie komisch klingt. Gut, in den Bunker zurück wollen wir nicht. Wir lassen auch einfach mal die Luke auf, dass da schön das Wasser drin sammeln kann, weil es regnet und das macht man so, nachdem man entführt wurde. Kumpel Zachary hat auch zum Glück seinen Werkzeugkasten hier gelassen. Zachary hat sicher nicht geglaubt, dass ich aus dem Bunker entwischen könnte. Sonst hätte er nicht das ganze Zeug hier stehen lassen. Wahrscheinlich, ja. Gut. So, da haben wir die Kiste mit dem creepy Spielzeug. Hier hatten wir ja schon alles. Die vermisste Tochter. Okay. Dann wollen wir mal zurückgehen. Hier hatten wir auch schon alles, glaube ich, ja. Okay. Wir haben ja jetzt das Schlüsselchen für den Medizinschrank, den Medizinschrankschlüssel. Was ist denn hier passiert? Ja, nehmen wir erstmal einfach mit. Vielleicht kann ich ja 27 Leiter machen. Ich müsste nur ein Stück absägen. Na mal gut, dass wir jetzt die Säge haben. Okay, alles klar. Können wir die... Okay, gut. Haben wir noch irgendwas? Nach meinem kleinen Ablenkungsmanöver hat Henderson das Fenster einbruchsicher gemacht. Da komme ich also nicht mehr durch. Aber wir können auf jeden Fall noch ein Brett mitnehmen. Nein, geht nicht. So. Gucken wir mal, ob wir vorne eventuell reinkommen. Die Küche brauche ich nicht. Warum haben wir denn jetzt, bitteschön... ist doch offen. Ist doch alles cool. Ah ja, gut. So, dann plündern wir erstmal den Drogenschrank. Was haben wir hier? Schlaftabletten. Mhm. Interessant. Ich glaube, jetzt haben wir hier nichts mehr weiter. So. Hallo. Aber der Zachary... Nein, bis... Zachary hat uns ja das Emblem weggenommen. Das ist natürlich ungünstig. Da kann ich nicht durch. Ich darf keine Aufmerksamkeit auf mich lenken. Herr Henderson, bewacht die Tür. Okay. Müssen wir also doch von hinten rein. Von hinten. Gut. Ach, überall liegt Geld rum. Vielleicht können wir da... Ach, so ein Mist. Jetzt muss ich nur wegen des Bretts wieder runterklettern. Hoffentlich ist es nicht kaputt gegangen. Ach, bist doch sportlich. Machst du doch gerne. Gut, alles klar, wieder hoch. Okay, haben wir noch irgendwo was? Außer dem verwitterten, verlotterten... So kann ich da nicht rüberklettern. Ich muss erst ein paar Bretter anbringen. Na denn? Eins. Ein. Zwei. Drei. Also klappt das natürlich nicht. Es fehlt noch ein viertes Brett. Hab ich irgendwo was übersehen oder ist das vielleicht hier oben? Wir haben hier ein Brett. Wir haben da oben uns ein Brett geklaut. Hier stand ein Brett. Wo kriegen wir denn jetzt noch ein viertes Brett her? Ich gehe einfach mal überall hin, das ist doch jetzt echt... Hier sind doch bestimmt Bretter rum. Ja, weiß ich. Runterspringen kommt auf keinen Fall in Frage. Hier haben wir aber sonst nichts weiter.
Gucken wir mal, ob wir hier vielleicht irgendwo ein Brett haben. Und ich meine jetzt nicht das Brett vorm Kopf, weil das haben wir sowieso. Nein, ich will doch da... Ach, gucke ich eben auf die Karte. Aber haben wir denn ja keinen Hinweis? Gucken wir nochmal hier zurück. Hier hatten wir nur das Werkzeug. Gehen wir nochmal zurück auf den Hof des Motels. Vielleicht haben wir hier irgendwo noch ein Brett. Oh Mist, das kann nichts Gutes bedeuten. Die alte Oma ist entwischt. Okay. Erstmal Geld klauen. Dann haben wir... Das ist bestimmt Bettys Brille. Vielleicht habe ich ja doch noch eine Gelegenheit, sie ihr wiederzugeben. Was, die Alte hat eine Brille aufgehabt? Ja, wo welche Damenmagazine? Ah, Mensch. Perfekt. Den betrete ich nicht noch einmal. Muss der auch nicht. Hätte auch sein können, dass da vielleicht noch irgendwo was ist, was... Was interessant sein könnte. Vielleicht. Vielleicht auch nicht. Okay, wir haben jetzt das vierte Brett gefunden. Das heißt, wir werden einen erneuten Einbruchversuch starten. So. Hier kann er mich nicht sehen. Ich muss ihn irgendwie ausschalten, damit ich in den Speicher komme. Ausschalten. Er trinkt eine Menge Kaffee. Da kommt mir ein Gedanke. Wir zünden ihn an. Wir zünden den Kaffee an. Ja, okay, wir nehmen die Schlaftabletten. Wir setzen ihn unter Drogen, wir vergiften ihn. Das hast du überhaupt nicht mitbekommen. Wir haben hier gerade das Baumhaus quasi wieder instand gesetzt. Insta-Schlaftabletten. Praktisch. Sehr gut, damit dürfte ein ganzes Weilchen schlummern. Wenn ich das Fenster klettere, wecke ich ihn wahrscheinlich auf. Wie soll ich denn da sonst hinkommen? Ach, Spiel. Du machst mich schwach. Okay, also nochmal rumrennen. Nicht auf der Veranda, sondern im ersten Stück. Okay. Gut. So. Hey, Zachary, I'm in your house stealing your stuff. Das sind jetzt aber gar nicht so gute Drogen, muss ich sagen. Okay. Können wir noch irgendwo was aufsammeln? Nö. Scheinbar nicht. Zachary schläft. Zachary B. Horny, nee, B. Henderson oder was auch immer. Im Bad haben wir, glaube ich, auch alles. Yep. Okay. Oh mein Gott, ich habe Angst. Wir betreten jetzt den Speicher. Nur verzeih ich immer noch ein Feuerzeug, das heißt, ich kann auch alles in Brand stecken. Oh mein Gott. Hallo, Kleiner. Bevor wir die anquatschen, gucke ich mal, ob wir hier irgendwo was machen können. Nö. Ey, was sind das für Umstände? Es regnet hier überall rein. Der Dachboden ist löchrig. Das muss doch arschkalt sein. Aber ein Kontrabass. Läuft. Feuerlöscher haben wir auch. Ey, die arme Kleine. Hallo, Kleine. Möchtest du ein Bonbon? Ein Bonbon?
Okay. Oh mein Gott. Knips. Ach, jetzt machst du kein Foto oder was? Ah. Gut. Ich brauche einen Schlüssel. Erstmal machen wir unten auf. So, haben wir ein Puppenhaus. Eine kleine Küche, eine kleine Treppe. Umgeworfene Stühle. Da haben wir den Zachary. Da haben wir die Abigail. Da haben wir Ella, Emma, was auch immer. Und auf einmal taucht wie aus dem Nichts der Schlüssel auf. Das ist schon mal ganz gut. So. Ach, jetzt macht's ein Foto. Ich würde gern mal. So. Ich nahm das Blatt Papier und plötzlich spiele ich in einem Puppenhaus. Als ob es jetzt nach dem fünften Mal was Neues für. Ach, ich. Ja, okay. Gut. Ella. Das ist ein weicher Ruheplatz für einen Hund. Dann setzen wir den Hund da rein. Okay, Hund. Dann haben wir hier die Ella, Emma, wie auch immer. Schaukelpferdchen. Color me confused. Aber ich sehe nicht, wo ich dieses Teil hinstecken könnte. Hinstecken. Ah, haben wir den Mond. Den können wir schon mal hier oben hinpappen. So. Possession. Da haben wir die Sonne. Jetzt haben wir einen. Sch Was ist das Mädchen? Hä? Na gut, Ella ist ja adoptiert. Das ist ja nur, das ist ja jetzt nur, nicht verwunderlich. Hier haben wir noch einen Hahn. Für Kalt- und Warmwasser. 1955. Ob das die Kombination ist? Schauen wir mal. Und der Dachboden. Da haben wir den. Wo mag das Cello stecken? In deiner Mutter. Haben wir die Treppe reparieren? Krimskrams hier weg. Wer will den ganzen Scheiß denn haben? Bauklötze sollten nicht einfach so herumliegen. Ja, da stellen sie Bauklötze. Packen wir das mal dahin und das mal dahin und das dahin. Wir können uns das Bild nehmen. Okay. Jetzt haben wir Emma. Es erzählt die Geschichte, wie der Vater das Mädchen auf dem Dachboden gebunkert hat oder versteckt hat. So. This will all be over soon. Don't even try it. She's coming with me. Boah. Alter, was stimmt denn mit der Familie nicht? Zuerst werde ich von dem Vater gebitchslappt vom Feinsten und in den Bunker gebracht. Und jetzt haut mir die Olle auch noch Pfefferspray ins Gesicht. Ist die verrückt geworden? Meine Augen! Ich muss sie ausspülen und dann nichts wie hinterher. Wer weiß, was sie sonst dem armen Mädchen antut. Oh Gott, ey. Ausspülen. Ach, guck mal, schau. Hab ich irgendwo. Ein Sheriffstern. Wo habe ich den schon mal gesehen? Okay. So, ein Pfropfen rein. Vor allem dafür, dass ich nichts sehe. Schon besser. Meine Augen brennen zwar noch ein bisschen, aber zumindest kann ich wieder klar sehen. Okay. Schauen wir mal. Nee, aber die Alte habe ich eingespart. Was haben wir hier? Bild vom Brunnen. Oh, mit schwarzen Dämpfen.
Also entweder hat die Alte unten echt die erste Opiumhöhle angebaut. Pfefferspray? Warum nicht? Diese Bretter sind ganz schön morsch. Mit etwas Schwerem kann ich sie vielleicht kaputt kriegen. Ich hab da gerade so eine Idee. Was, Lappen? Jetzt bin ich noch zum Lumpensammler oder was? Okay, wo ist der fünfte Lappen? So. Ach, ein Stoffseil. Okay. So. 33 von 34. Wir haben die Henderson also fast komplett ausgeraubt. Haben wir noch irgendwo was? Nö. Das Ding ist zu. Gut. Müsste schwer genug sein, dass wir jetzt nochmal hier... Ich meine... Wir sind ja echt nicht besser. Ich meine, der Vater... Okay, es ist ein bisschen hoch. Springen sollte ich nicht. Nehmen wir ihm das Seil. Okay, gut. Ich meine, der Vater hat uns ordentlich heftigst gebitschleppt und entführt. Die Mutter hat uns Pfefferspray in die Augen gestreut. Ich meine, wir sind ja nicht besser. Wir sind mehrfach in das Haus eingebrochen, haben Sachen zerstört und fangen jetzt sogar an, das Haus selber zu zerstören. Man kann ja über das Spiel sagen, was man will. Irgendwo ist es ja schon lustig. Irgendwo. Aber ich habe das Gefühl, dass wir uns langsam... Ja. Da steht, nachdem so eine verrückt gewordene Frau komplett in den Rampage-Mode gegangen ist und ich erstmal schön das Haus zerstört habe. Ist okay, schlaf weiter. Alles klar. Okay. In der Küche brauche ich nicht zu gehen, ist es klar. So. Jetzt haben wir das Spray, die Polizeimarke, die Brille, den Plüschhasen und das Feuerzeug. Ob wir das vielleicht kombinieren können? Ich will das Haus abfackeln. Rache. Tod und Verderben. Tod und Verderben. Gut, dann gehen wir jetzt mal zum Brunnen. Ja. Hat die Alte gerade... Oh mein Gott! Oh mein Gott! Alter, ist das krass. Das ist Scarecrow. Und der Bitch schleppt mich. Kann ich noch was... Fire! Bam, bam, bam. Bam, bam, fire. Das hätte Batman machen müssen. Einfach nur Scarecrow abfackeln. Aber Batman tötet keine Menschen. Badam. Was haben wir hier? Ach, ein Seil. Geil, ein Seil. So, Abigail. Jetzt musst du uns Rede und Antwort stehen. Oh mein Gott, was war das denn? Never ever. Bitch. Oh Mann, ey. Okay, ich habe das Gefühl, dass wir jetzt endlich in den Brunnen hinabsteigen. Ich habe auch das Gefühl, dass das Spiel sich langsam dem Ende zuneigt. Oh mein Gott. Das sieht hier ganz schön scheiße aus in dem Keller. So, du hast einen Dollar gefunden, finde noch weitere. Aber ich habe doch schon alle. Was haben wir hier? Oh mein Gott, ein Bild. Ein Picknick. Beziehungsweise Tee trinken. Noch ein Bild und wieder geht es in einen Strudel von Erinnerungen. Ich glaube, ich beginne langsam zu verstehen, was hier vor sich geht.
Nach sechs Bildern beginnen sie jetzt. Okay, alles klar, gut. Haben wir wieder Paddington-Bär mit seiner Angel. Was sind das? Ach, das ist ein Teesieb, okay. Dann haben wir. Wo ist die passende Tasse? Hier haben wir einen Muffin. Och, passt. Noch ein Muffin und noch ein Muffin. Wo ist der letzte Muffin? Autsch, zu heiß! Ein 1 Uhr ohne Zeiger ist völlig nutzlos. Ein Rechtschreibung ist auch völlig nutzlos. Nicht mit den Händen. Ich brauche eine Zuckerzange. Okay. So. Uff da da mit da. So, haben wir jetzt die Muffins, das passt. Teller mit Törtchen. Blau zu blau. Weiß zu weiß. Rün zu rün. Was ist das? Ellie. Ach, Tee. Okay, gut, alles klar. Autsch, zu heiß. Ach, der Plüschhase. Okay, ja, wo kriegen wir jetzt? Zunächst brauche ich einen Kessel und etwas Tee. Erstmal muss ich die Kanne vorbereiten. Was muss ich denn noch alles machen? Ellie? Okay. So. Gießen wir mal schön den Tee auf. Erstmal muss ich die Kanne vorbereiten. Was fehlt denn noch? Aber erstmal werden wir jetzt zeigen. Ach, na klar. Muss ja ziehen, ist ja ein Deckel, ne? Das ist ja. So, stellen wir mal die Eieruhr. Das ging schnell. Tee ohne Zucker? Bestimmt nicht. Und das, liebe Kinder, ist der Grund, warum Amerikaner so fett sind. Wo kriege ich jetzt die Zuckerzange her? Von Tee mit Zucker. Uah! Das ist doch widerlich. Ach, hier haben wir die Zuckerzange, okay. Ein Stück Zucker für dich, lieber Bär. Ein Stück Zucker für dich, gruselige Puppe. Ein Stück Zucker für dich, Plüschhase. Und ein Stück Zucker für mich. Ja. Einmal auch Tee. Liebe gestörte Puppe. Auch für dich, lieber gestörter Bär. Der gestörte Plüschhase hat schon. Und jetzt kommt das gestörte Mädchen. Huhu. Boah, heftig. Okay. Das Bild hing über den Stein. Das sollte ich mir genauer ansehen. Ich bin so aufgeregt. Ich glaube, das Spiel neigt sich langsam wirklich dem Ende zu. Und wir haben eigentlich unsere Sendezeit schon längst überschritten. Ach, wisst ihr was? Ich mache einfach weiter. Was haben wir hier? Glückwunsch. Ich kann mich an dieses Völkchen erinnern. Das hing noch an der Windschutzscheibe im Bus. Es muss dem Busfahrer etwas bedeuten. Okay. Das sieht aus wie ein Stück von einem. Naja, klettern wollen wir nicht. Der Kern, der Kessel, die Tassen. Aber ich muss sagen, für so einen 5, 6, 7 Meter tiefen Sturz hat das Ganze alles relativ gut überlebt. Also Respekt. Das gute Porzellangeschirr. Mit bloßen Händen möchte ich den Dreck nicht wegwischen. Hier muss doch irgendwo ein Lappen oder Fetzen rumliegen. Frauen. Okay. Ein neues Minispiel. Schauen wir mal. Wir haben hier Symbole und wir haben bunte Plättchen mit den Symbolen. Also teilweise stimmen die überein. Okay. Ach, das muss da unten hin. Das mit der Blume muss dahin, der Fisch muss dahin und das muss da oben hin.
Ja, das ist alles schön und gut. So. Nein, nein, nein. Da bist du wohl in die andere Richtung. So. Okay. Gut, der kommt jetzt hier unten hin und fertig ist die Kiste. Jetzt müssen wir bloß noch hier oben das Ganze richtig machen. Na, wirst du wohl. Also. Dahin, wo ich dich hinziehe, du blöder Stein. So. Okay, alles klar. Dann können wir jetzt hier hin machen. Dann wirst du wohl. So. Den kurz beiseite, dass wir hier oben das Blumenmuster auch schieben können. Und dann können wir jetzt ganz entspannt, nachdem wir den Weg freigeräumt haben, den Fisch nach da oben schieben. Jep, jep, jep. So wird da ein Schuh draus. Tja. Was passiert jetzt? Oh mein Gott, ein Geheimgang. Ob das das tote Mädchen ganz alleine gebaut hat? Oder ob er vielleicht schon da war? Ich weiß es nicht. Ich habe Angst. Angst. Oh, hallo Ella. Oh Gott, was war das denn? Oh mein Gott. Nein, der Busfahrer. Nein, das ist der Busfahrer. Das könnte John F. Kennedy sein, ich weiß es nicht. Alter, was ist denn das? Hier haben wir die olle Creepy Betty. Ich muss sie befreien, komme was wolle. Vielleicht hilft ein persönlicher Gegenstand. Gut, du kriegst halt deine Brille, die du nie aufgehabt hast. Okay. Die armen Leute, ich muss Emma hier rausschaffen. Aber vielleicht gibt es auch eine Möglichkeit, diese bedauernswerten Seelen zu befreien. Und wer bist du? Ich muss ihn befreien, komme was wolle. Vielleicht hilft ein persönlicher Gegenstand. Könnte der Polizist dann, schätze ich mal. Jupp, ist er. Grauer Rauch. Hank. Hier hast du dein Vögelchen. Crazy. I'm scared. Please let's get out of here. Bum 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 bum. Die Augenbraue des Todes. Also die Augenbrauen. Gut, hier hast du Plüschhasen. Herr Hase. Ja, tschüss dann, ne? Und so.
Ist ja so, dass ich mir die ganze Zeit einen Arsch aufgerissen habe, um dich zu befreien, und jetzt gehst du einfach mit ihr ins Licht. Huch. What? War alles nur ein Traum? Is this the real life? Or is this just fantasy? Wow, fast schon starker Tobak, wenn das Spiel nicht so unglaublich, unglaublich. Ich kann es gar nicht in Worte ausdrücken. Aber wir haben es geschafft. Wir haben es endlich geschafft. Endlich. Lang genug hat es ja auch gedauert. Okay. Ich bin gerade immer noch ein bisschen sprachlos über das Ende. Dieses emotionale Ende. Und die Möglichkeit, die offen gelassen wurde, eventuell eine Fortsetzung zu drehen. Ich weiß es nicht. Ich hoffe nicht. Ich habe Angst davor auf einer Fortsetzung. Angst 2.0. Oh mein Gott. Ja. Ich danke euch auf jeden Fall fürs Zuschauen, dass ihr mit mir dieses wunderbare, wunderbare Spiel durchgestanden habt. Da steht's, Faye. Hör auf. Das werde ich jetzt auch, glaube ich, tun. Wobei, mir fällt da gerade ein, ich habe mir die Sammler-Edition gekauft. Und ich befürchte, dass es noch ein extra Kapitel gibt. Glückwunsch, hast das Spiel abgeschlossen. Spiele unter Extras. Okay. Wo haben wir Extras? Ach, im Souvenirladen. Okay, was ist das? Wir haben 34 Dollar und können wir Puppen spielen. Okay. Was haben wir hier? Ein Puzzler. $3. Alle Videos. Und schauen wir, können wir noch ein paar extra Videos freischalten. Schauen wir mal. Na. Bonuskapitel. Zurück. Was haben wir hier noch alles? Eine Jukebox. Schau nicht zurück. Ah, das ist ja interessant. Das heißt, wir können uns die gesamte Musik des Spiels hier nochmal zur Gemüte führen und scheinbar sogar downloaden. Interessant. Was haben wir hier? Der Zachary, die Abigail und die Emma. Das sind, wie es aussieht, das sieht eigentlich ziemlich cool aus, muss ich sagen. Das nicht so. Das auch nicht. Nein. Das hat schon wieder so ein bisschen was. Und vor allem die Augenbrauen. Ey, die Augenbrauen des Todes. Man wirkt, glaube ich, die Creme de la Creme der gesamten Schauspielergewerkschaft Russlands genommen oder was auch immer. Abigail. Der Hank mit seinem Bus. Wie auch immer sie hieß mit it. Was haben die für echtes Baby genommen? Boah, fett. Fett. Der Mr. Bunny. Ach, das war's schon. Okay. Gut. Zurück. Was haben wir hier? Ach, Konzeptzeichnungen, wie es scheint. Das sieht ja mal creepy aus. Oh. Der Zachary. Das hätten sie ruhig mal mit einbauen können, wie die Emma da oben in ihrem Speicher mit dem Cello spielt. Und für gruselige Klänge sorgt. Die Küche. Okay.
Was ist denn das? Boah, Zombie Betty. Der Zachary und die Abigail sehen irgendwie ein bisschen komisch aus. Der Zombiehund. Verrückt. Verrückt, verrückt, verrückt. Okay, Bonuskapitel. Ich habe Angst. Aber der Vollständigkeit halber müssen wir es einfach spielen. Aber das Hauptspiel haben wir bereits durchgespielt. Ich danke euch nochmal ganz, ganz herzlich dafür, dass ihr dabei seid, dass ihr es mit mir durchgestanden habt. Ich glaube, ich wiederhole mich auch. Und das Bonuskapitel gibt es dann auch in einem, ja, in einer Art Special Edition in einer anderen Folge. Ich sage bis hierhin erstmal ciao, vielen Dank für eure Zeit und bis zum nächsten Mal.